Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Wir müssen Eli, ich sag mal Eli, der Sohn meiner besten Freundin heißt Eli, deswegen wahrscheinlich Elias Waffe suchen. Ach, ich sag Eli. Huchala. Dann helfen wir denen zum Ausbruch und sagen ihm dann gleichzeitig, er soll draußen sich dort und dort aufhalten, weil Wolf ihn ja haben möchte. Was ist das denn drin? Da oben irgendwo? Hier. Komme ich hier auch irgendwo rein? Oh nein, da. Oh nee. So laut. Okay, hier ist nur eine Wache. Da ist niemand drin. Ich frage mich, warum die Wache jetzt auf einmal hier hinkommt. Aber ich darf mich hier aufhalten. Es ist unten. Was geht hier vor? Ich gehe schon runter. Falsch, Mann. Dann vielleicht hier? Raus, aber schnell! Ja. Mach das ja nicht nochmal! Ja, kein Problem. Ich gehe ja schon raus. Aber wie kriege ich den denn da weg? Man erzählt sich, du hast eine Unterredung mit Eli, dem Gefangenen, gehabt. Gesetzt den Fall, er hat mit dir eine Übereinkunft getroffen. Vergiss sie schnell wieder. Ich muss dich wohl nicht darauf hinweisen, dass er bald ein Teil unserer Gemeinschaft sein wird. Sein Geist ist stark und es braucht seine Zeit, ihn zu schleifen. Eine Intervention werde ich nicht dulden. Verstanden? Wolf will Eli beseitigen. Sollen wir mal mitspielen? Wolf will Eli beseitigen. Du kennst meine Meinung. Weder er noch sonst irgendjemand hat sich des Gefangenen anzunehmen. Langsam bin ich es leid, dass er ständig versucht, irgendwelche Leute für dieses Vorhaben zu gewinnen. Du weißt von seinen Plänen? Natürlich. Er ist nicht gerade zurückhaltend, was seine Abneigung Fremden gegenüber betrifft. Halte dich von ihm fern. Ach Mann, wie komme ich denn da rein? Ich wüsste nicht, was du hier zu suchen hast. Ja, ich kann nicht raus, danke. Hast du dich verlaufen? Ich wüsste nicht, was du hier zu suchen hast. Das Schleichen kannst du dir sparen. Warum löst das Scheiße? Oh. Das ist ja gut, ich gehe ja dann wieder. Jo. Okay, Spielstand speichern. Ich hab einen Weg gefunden. Raus, aber schnell. Mach das ja nicht nochmal. Wie hat er mich denn gefunden? Raus, aber schnell! Mach das ja nicht nochmal! Wie hat der... Pass auf, er steht da. Kann
Kaya, bleib mal hier stehen. Bleib hier stehen. Wenn du willst. Ich muss das mal alleine machen. Raus, aber schnell! Mach das ja nicht nochmal! Das geht nicht. Das klappt so einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich sonst dahin. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Wer nicht gehorcht, wird gefügig gemacht. Ich habe auch keine Chance, den irgendwie wegzukriegen oder so. Ach, scheiße, jetzt kommt so eine Wache. Ach, hoffentlich sieht die mich nicht. Die stellt sich jetzt dahin. Dann geht die da gleich wieder weg. Okay, das sieht sehr gut aus. Boah. Mitkommen. Na gut. Boah. In der Eiswüste holt man sich nur Frostbeulen. Meine Fresse. Du bist nicht der Erste, der mir das erzählt. Jetzt muss ich zu Ferdinand. Nur wer einen reinen Körper hat, kann erhoffen. Wer war denn nochmal Ferdinand? Ist zumindest irgendwo unten. Hier habe ich keinen. Hä? Hier soll für ach so, da bestimmt. Ah, mhm. Speichern wieder mal. Oh je. Ich bereue das noch. Hey, brauchst du was? Wenn ja, dann sieh dir mein Zeug an.
Für ein paar Splitter biete ich dir 1A-Qualität. Hast du viele Kunden? Definiere viel. Natürlich ist Ignadon nicht gerade der beliebteste Umschlagplatz der Welt. Ab und an muss ich auch in den Schächten mit anpacken, wenn niemand Interesse an meinem Zeug zeigt. Aber alles in allem komme ich über die Runden. Woher beziehst du deine Ware? Wie du sicher weißt, streifen unsere Einheiten auf der ganzen Welt umher. Manchmal kommt es dann zu Kampfhandlungen, wenn Fremde sich unkooperativ zeigen. Und das, was vom Gegner übrig bleibt, wird eingesackt. Ich bin auf der Suche nach spezieller Kleidung, nicht das Übliche. Für gewöhnlich bin ich bestrebt, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Aber was genau hast du im Sinn? Ich brauche etwas, das nicht auffällt. Etwas, das nicht auffällt? Nun ja, das Einzige, was hier nicht auffällt, ist die Rüstung einer unserer Leute. Wenn du daran Interesse hättest, verkaufe ich sie dir. Es handelt sich aber nicht um Neuware. Sie gehörte einem Kameraden, der mittlerweile in Kalans Hallen weilt. Das drückt den Preis. Verkauf mir die Rüstung des Gefallenen. Sicher doch. Ich habe sie gut verschnürt, sodass der Transport einfach fallen sollte. Empfiehl mich ruhig weiter. Zeig mir deine Ware. Sicher doch. Was hast du denn noch so im Angebot? Was habe ich überhaupt noch so im Angebot? Boah. Elis Waffe ist ja wohl mega. Aber kann ich 80, 60 nie im Leben benutzen? Ich habe eine Handgranate. Macht Suppe, 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 Suppe. Brauche ich alles nicht. Wahrscheinlich brauche ich später irgendwann, aber naja. Momentan brauche ich es nicht. Habe ich alles schon durch? Abgegriffenes Notizbuch habe ich auch schon durch. Was hat die? Hammer. Oh nein! Ah, das wollte ich nicht. Ich will das wieder haben. Nein, ich krieg das nie wieder. Das ist ein Bekehrer. Naja, ja. So, jetzt ab zu den Gefangenen. Dem die Sachen geben. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir den irgendwie... Der Prophet Avid sagte schon, das Unheil naht. Dass wir dem weiß machen. Er ist der Erlöser. Dass er sich mit Wolf treffen muss. Falsch. Ein weiter. Mann, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wegen deiner Flucht. Ich habe, was du wolltest. Damit bin ich dem Ziel einen Schritt näher. Und jetzt gib mir einen Moment. So, das sollte reichen. Und wie geht es jetzt weiter? Ich suche meinen alten Freund auf, dann verziehe ich mich von hier.
Oder hast du noch was hinzuzufügen? Ja, geh vor das Tor. Ich sag deinem Freund, er soll sich dort mit dir treffen. Geh du vor das Tor. Ich sag deinem Freund, er soll sich dort mit dir treffen. Du reißt dir weiterhin den Arsch für mich auf? Gut, dann wollen wir es so halten. Bis irgendwann und danke. Er wirkt ja schon ein bisschen so wie so ein Arsch, ne? Da bin ich ja ganz ehrlich mit... Oh, hoppala. Hier war ich ja noch gar nicht. Ist hier auch jemand drin? Ach nee, das ist der Ausgang. Wo war Wolf nochmal? Der Prophet wusste, was kommen würde. Boah, der Typ geht mir so auf den Sack. Ich verstehe eigentlich nicht, warum die Tasche unbrauchbar ist. Verbandszeug kann man doch immer gebrauchen. Alex. Eli ist frei. Wo ist er jetzt? Er hat sich vor das Tor begeben und wartet dort auf dich. Moment! Ich kann ihn doch nicht zur Strecke bringen. Sieh mich doch an! Bitte? Du musst das machen. Ich dachte, das wäre klar. Ich bin nur ein einfacher Arbeiter. Bring es also zu Ende. Nee, das kann ich nicht. Wie soll ich den denn töten? Habt ihr, wie stark seine Waffe ist? Ein Schlag und ich bin weg. Ach, das geht schief. Das geht sowas von schief. Ich habe gehört, dass du jemanden des Elex-Handels bei Reinhold beschuldigt hast. Ja, habe ich. Ja. Gut. Ich bin froh, dass du dich entschieden hast, meinem Wunsch zu folgen und Siegfried zu beschuldigen. Ob er schuldig ist oder nicht, jetzt sollte ihm klar sein, dass mit mir nicht zu scherzen ist. Und was meine Belohnung bei dir angeht, betrachte uns als Quitt. Hier, das möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Keine Fragen. Die Bedeutung erschließt sich dir noch. Andernfalls solltest du jetzt wissen, mit wem du es zu tun hast. Das ist schon die zweite Kralle, die wir gekriegt haben. Von Katta haben wir auch so eine Kralle gekriegt und sie hat uns auch gesagt, so, ja, für was die wirklich da ist, ne? Ja, wo ist denn der Typ hier? Gott. Levin? Wer ist denn Levin? Wo ist denn Eli? Oh, keine Ahnung. Bist du etwa die Verstärkung? Für wen? Welche Verstärkung? Verdammt, wo bleiben die denn? Ich warte jetzt schon eine Ewigkeit darauf, dass die Leute aus dem Hort mir helfen. Wie soll ich denn Handel treiben ohne Waren? Kannst du mir das sagen? Du bist Händler? Ja. Also momentan nicht. Alles, was ich habe, behalte ich erstmal für mich, bis ich meine Waren zurückhabe. Wo man hinkommt, stößt man auf Probleme. Manchmal frage ich mich, ob irgendwann Normalität einkehrt. Warum hast du keine Waren mehr? Weil mein Karren von Monstern angegriffen wurde. Und jetzt habe ich keine Waren mehr, mit denen ich handeln könnte. Bei der Flucht vor den Biestern habe ich auch meine gute Waffe verloren. Das heißt, ich kann mich mit dem Schrottteil, das ich noch habe, nicht mal ordentlich wehren. Hier, pass mal auf. Du willst doch bestimmt in den Hort der Kleriker, oder? Wenn du mir hilfst und mir meine Waren wiederbringst, dann sorge ich dafür, dass du in den Hort kommst. Was hältst du davon? Das gibt's nicht, ne? Ich war bereits im Hort der Kleriker. Wenn das so ist, bin ich natürlich auch bereit, dich angemessen zu bezahlen, wenn du mir hilfst. Ich bringe dir deine verlorenen Waren. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Auf die Kleriker im Hort ist einfach kein Verlass. Wer weiß, wann sie mir endlich geholfen hätten. Wo finde ich deinen Handelskarren? Wenn du von hier Richtung Nordwesten gehst und an der Straße weiter Richtung Westen folgst, solltest du ihn relativ schnell finden. Du hattest von Verstärkung gesprochen. Jetzt muss ich die Scheiße schon wieder alleine machen. Und wo ist denn überhaupt hier der Dingens? Der... Kommt der noch? Da ist er. Oh, ich bring den nicht um. Wo zum Henker bleibt er? Hast du mir nicht gesagt, du würdest unseren gemeinsamen Freund vor das Tor bringen? Die Sache stinkt doch.
und auf mein Gefühl ist noch immer Verlass gewesen. Ich stiefel da jetzt wieder rein. Aber vorher werde ich dich entsorgen. Du taugst zu gar nichts. Jetzt bist du dran. Oh mein Gott. Kann ich da nicht mal, ey. Boah. Hoppala. Was ist denn hier los, ey? Los, Kaya, los. Oh. Buchala, deine Waffe nehme ich. Ja, du wolltest ja nicht hören. Na, dann habe ich jetzt wenigstens. Jetzt habe ich ja die Waffe doch. Im Prinzip hat es sich für mich voll gelohnt. Aber wie. Ich frage mich immer noch die ganze Zeit, wie ich in diesen komisches Ding da reinkomme, da mit diesem Glaubensding. Ich glaube, da kann ich gar nicht reinkommen. Weil ich bin ja kein Akolyt und ich will ja auch auf jeden Fall kein Akolyt, also ein Akolyt werden. Eli ist tot. Das ist die beste Nachricht, die ich in letzter Zeit gehört habe. Hier, nimm das. Wenn dir einer der Suggesturen einen Strick daraus drehen will, dass du deine Finger mit im Spiel hattest, sollte ihn das beruhigen. Kann sein, dass es nicht reicht, aber mehr kann ich nicht für dich tun. Diese Woche ist wieder ein Bohrer kaputt gegangen. Reinhold erwartet, dass ich einen Spitzel im Hort spiele. Wenn ich das zu seiner Familie tue, nimmt er mich bei den Klinkern auf und zu uns angebot. Und vor allem, ich bin schlecht vorbereitet auf das, was ich vorhabe. Gefühlschaos, Ulrichs Gruppen, ein reiner Fellgefährten. Untersetzende Kräfte. Aus Altmach, ne? Anna hat mir erzählt, KI-Chips, genau. Wenn er Balder verlangt, dass ich mich aus den angeleiteten Haushalten. Okay. Ja, wirklich nichts zum Glaubensfrage. Ursache und Wirkung. Lagerkliniker von Mutanten bedroht, sie sind zum Ernst. Hagen möchte sich auswählen, was sie anlockt. Jäger-Sammler, Nahrung für die Kleriker. Okay, Glaubensfrage machen wir als erstes. Sicherheitskonsole oder Arvids Lehren. Oh Gott. Eva sagt, es gibt drei Möglichkeiten, Zugang zum Archiv zu bekommen. Entweder ich gehöre den Klerikern an oder ich schleiche mich hinein. Wenn Karl seine Pausen macht. Dafür müsste ich ihn aber beobachten. Die letzte, aber auch höchst verbotene Lösung wäre es, mich selbst auf die Zutrittsliste zu setzen. Dafür muss ich mich in das System hacken. Ja. Versuchen wir es einfach mal. Ich habe da so meine Befürchtungen. Halt! Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst, was ist dein Begehr? Und glaub ja nicht, du könntest einem Krüppel etwas vormachen. Ich merke, wenn du mir die Unwahrheit sagst. Krüppel, du siehst doch ganz gesund aus. Krüppel? Du siehst doch ganz gesund aus. Na gut, Krüppel ist vielleicht etwas übertrieben. Trotzdem bekleide ich diesen Posten, weil ich mich von meinem letzten Fronteinsatz auskurieren muss. Ganz über den Berg bin ich dennoch nicht. Meine Gelenke schmerzen nach wie vor und ich schaffe es nicht, meine Muskeln übermäßig zu strapazieren. Aber du bist weder mein Arzt noch meine Amme. Also, was willst du? Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Kalan segne deinen Pfad. Eine Sache noch zum Archiv. Hier soll ein Exemplar von Arvids Lehren ausliegen. Richtig. Und so soll es auch bleiben. Was steht in dem Buch?
seine Weissagungen und Lebensgrundsätze, an denen wir uns orientieren. Der Großteil ist jedoch recht verschlüsselt geschrieben und für den einfachen Geist schwer verständlich. Gib mir einfach einen kurzen Abriss. Das kann ich nicht. Auch wenn mir einmal die Ehre zuteil wurde, Seite um Seite zu lesen, blieb mir der Inhalt verschlossen. Wie ich schon sagte, nur wenige sind dazu berufen, seine Worte im Ansatz zu verstehen. Kann ich einen Blick auf das Buch werfen? Du? Nein. Warum nicht? Weil nur Auserwählte mit dem Studium seiner Schrift beauftragt werden. Du wurdest aber nicht auserwählt und wirst es auch nicht. Vergiss das also ganz schnell wieder. Mehr wollte ich nicht wissen. Gut. Woran forscht ihr zurzeit? An allem, das uns unserem Ziel näher bringt. Und das bedeutet konkret? Kalans Prüfungen zu bestehen. Kalan wird nur jene aufnehmen, die rein sind. Körperliche Reinheit und geistige Reinheit zu erlangen, ist allerdings ein langwieriger Prozess. Deshalb studieren wir unter anderem die Anatomie unserer Feinde, auf dass wir sie effizienter bekämpfen können. Ein Feind, der sich dir nicht nähern kann, kann dich auch nicht verunreinigen. Geistige Reinheit erlangst du, indem du dich auf den Kern, der jeden von uns menschlich macht, konzentrierst. Weder die Berserker noch die Outlaws werden jemals dazu in der Lage sein. Sie leben für den Moment. Wir leben für die Zukunft. Erforscht ihr auch Relikte aus der alten Welt? Natürlich. Das ist auch zwingend notwendig. Wenn wir die Fehler unserer Vorfahren wiederholen, könnte dies zu einer weiteren Katastrophe führen. Das ist einer der Gründe, warum nur willensstarke Personen mit ihrer Erforschung beauftragt werden. Wer kann schon wissen, welche Seuchen diese Artefakte in sich tragen? Woher bekommt ihr das Forschungsmaterial? Außerhalb des Horts gibt es genügend Örtlichkeiten, die unser Interesse wecken. Meistens ist es jedoch nicht ganz ungefährlich, sich diesen zu nähern. Zunächst muss das entsprechende Gebiet befriedet werden. Sobald das getan ist, beginnen wir mit der Bergung der wertvollen Stücke und verlagern sie hierher. Braucht ihr noch Unterstützung? Nein. Für diese Aufgabe haben wir Spezialisten. Du bist woanders besser aufgehoben. Verlässt du eigentlich nie deinen Posten? Ich erlaube mir nur zu sehr später Stunde eine kurze Auszeit, um Kraft im Gebet zu schöpfen. Aber deinem Wunsch, Konversation zu betreiben, sollte damit Genüge getan sein. Geh nun. Zu sehr später Stunde? Sollte ich vielleicht eben schlafen gehen? Okay, ist es schon klar, dass ich ja hier nichts darf? Hier kommt man auch nicht runter, ne? Nee. Okay, hier kommt man nur hoch. Kommt man nicht runter. Hacken kann ich nicht. Oh, ich gehe schon raus. War er das vielleicht, der das später dann immer so betet? Wo ist denn der Computer? Hier ist keiner. Der soll auch unten oder soll er oben sein? Schleichst du etwa? Nein, Entschuldigung. Ich mache das immer aus Versehen, aber ich muss mich eh verabschieden und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.